Willkommen zurück im Mittelalter. Es geht weiter mit Pentiment. Ja, wir waren ja zuletzt im Spinnkreis in der letzten Folge. Und da war hauptsächlich die Rede von dem bösen Müller, der zu viel, zu hohe Preise verlangt. Und von dem Bengel, sag ich mal, Martin, der anscheinend geflohen ist. Und sogar seine Frau und sein Kind im Stich gelassen hat. Das ist die Mühle. Nördlich der Almende. So, was haben wir denn hier? Der Schmied. Zimmermann. Nördlich der Almende. Mühle. Linhardt. Steinmetz. Vielleicht war ich da noch gar nicht. Aber zur Mühle könnte ich auf jeden Fall. Ja. Bäcker. Wie komme ich da hin? Okay, dann gehe ich mal zur Mühle. Soll ich da hin gelange? Ich glaube, hier war es. Ja, eindeutig. Der war hier auf jeden Fall noch nicht. Kann ja nicht schaden. Else, wer ist das? Guten Abend. Ah. Verzeiht mir, ich habe euren Vornamen vergessen. Ihr redet ja so gebildet. Wer ist denn das? Andreas Mahler, Meisterkünstler. Oh, ein Meister in so jungen Jahren. Das ist beeindruckend. Tja, ich gebe zu, ich bin noch kein Meister. Ich arbeite noch am Meisterstück. Ja. Wir geben mal nicht zu sehr an. Wie ist das? Einen Traum erfüllen. Ah, ich wünschte, ich könnte träumen. Nur zu, ihr habt das Recht dazu, genau wie jeder andere. Um was zu tun? Ich muss mich um meine Familie kümmern. Lenhard. Paul. Ist das die Frau vom Steinmetz? Die Mühle. Achso, Lenhard war ja der Müller. Ah, genau. Zu viele Personen, Hilfe. Oh, verzeiht mir, wir wurden nicht einmal richtig vorgestellt. Ihr müsst Else Müllerin sein. Ja, das bin ich. Ich habe gehört, dass Clara und Eva einen Künstler bei sich beherbergen. So muss es heißen. Das muss sehr aufregend sein. Also unsere quasi Vermieter. Die haben mich äußerst zuvorkommend behandelt. Eva vielleicht auch mehr als Clara. Die Tochter.
Oh, oder die Magd. Nee, ich meine die Tochter. Oh, ich meinte nur, auf einem Hof zu leben unter Stadtmenschen. Ist das nicht sehr lebhaft? Achso, wir könnten natürlich jetzt Müllerzoll sagen. Natürlich jetzt ein bisschen ungeschickt, denke ich. Bis jetzt scheint es ein Leben wie jedes andere zu sein, so unverfänglich. Aber seid ihr nicht viel gereist? Künstler gehen doch auf Wanderjahre, oder? Klar, wir waren ja in Flandern. Es muss viele Unterschiede geben in der Art und Weise, wie Menschen leben. Ja, wir waren in Flandern. Ich kann mir vorstellen, dass Antwerpen bald zum Juwel der Nordsee wird. Es war prächtig. Else, ach, da draußen ist so viel. Aber ich muss mich um meinen Liebling Paul kümmern. Er ist so schüchtern. Wahrscheinlich der Sohn. Ich bete, dass der Herr uns eines Tages eine Tochter schenkt. Lenhard. Else! Seid ihr mit eurem Geschnatter fertig? Es gibt Arbeit, die getan werden muss. Der böse Müller. Also, oh nein. Tut mir leid, ich muss wieder an die Arbeit. Natürlich, es tut mir leid, wenn ich euch lästig war. Bis später, Frau Müllerin. Bis dann. Okay, ich glaube, wir müssen mal den. Ah, der kleine Paul. Der Hund? Staub. Wer macht dich nicht aus dem Staub? Hallo, Staub. Richtiger Jagdhund. Und? Hallo, Paul. Hallo. Paul, richtig? Ich glaube, mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Ich bin Andreas, ich wohne bei den Gärtners. Oh, aber seid ihr gar kein Bauer? Wieso wohnt ihr dann bei den Bauern? Ich lasse mich bei ihnen übernachten, solange ich im Skriptorium der Abtei arbeite. Seid ihr ein Mönch? Ich bin Künstler. Oh, also malt ihr Sachen? Ich male, zeichne, schreibe. Wenn es in ein Buch gehört, bringe ich es hinein. Oh, und wie verdienst du Geld? Wie bitte? Große Augen. Die Abtei bezahlt mich natürlich. Kunst ist auch ein Beruf, genau wie Müller. Aber sie ist auch eine Berufung. Die Leute brauchen Schönheit, so wie sie Brot brauchen. Allerdings. Ich wollte nicht. Mein Papa sagt. Vater sagt, dass Malen dumm ist. Dass das nichts wert ist. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Okay, wir sind mal so ein bisschen diplomatisch. Zeichnest du auch gerne, Paul? Das war ja die falsche Stimme. Ja. So unheimlich gerne, aber ich muss das machen, wo Vater es nicht sehen kann. Schade. Er wird sonst wütend. Tut mir leid, das zu hören. Aber wenn es dir so viel bedeutet, vielleicht muss er ja davon nichts hören. Ah, Achievement. Guter Einfluss, ja. Wir bringen den Kleinen dazu, Künstler zu werden. Eines Tages. Darf ich euch ein Geheimnis erzählen? Der Kleine. Darf ich euch ein Geheimnis erzählen? Natürlich.
Manchmal male ich auf die Ruinen, auf der Wiese, wo Vater es nicht sieht. Wir können natürlich so ein bisschen, ja, spötteln. Nein, was malst du denn? Katzen, Mutter. Katzen, Mutter. Achso, Komma, Punkt. Ich weiß nicht so Sachen. Wahrscheinlich sollte ich nicht mit euch darüber reden. Vater wird es nicht mögen. Wahrscheinlich hast du recht. Ich gehe dann mal. Bis später, Paul. Und schön weiterzeichnen, ja? Mache ich. So. Müller. Mal auf die Tür gucken. Das sieht aus wie eine holländische Windmühle. Was macht die in Bayern? Tja. In der Tat. Ich glaube, da gibt es nicht sonst so viele Mühlen. Das stimmt. Ach, da geht's auch zu den Ruinen. Cool. Okay. Vielleicht können wir uns ja ein bisschen prügeln mit dem Lenhard. Lenhard. Guten Abend, seid ihr der Hausgast der Gärtners? Woher wisst ihr das? Sein Naturwissen, ihr seid schmutzig wie ein Bauer, aber ihr riecht nicht nach Schafen. Tolle Begrüßung. Ganz anders als die Gärtners. Es sind Leute vom Land, so viel steht fest. Ein wenig Würde täte ihnen gut. Sie meckern wie Ziegen, wenn die Zeiten schwer werden. Nur Eva hat Rückgrat. Wie geht es ihr denn? Es geht hier gut, warum? Ich bin nur neugierig, sie hat früher die Gerste zu mir gebracht, aber jetzt besteht Peter darauf, es zu tun. Ja, ist wahrscheinlich auch besser so. Eine Schande. Sie hat Interesse für die Mühle gezeigt. Ich hatte gehofft, das fördern zu können. Naja, ist klar. Ich habe seit meiner Zeit in Flandern keine so schöne Mühle mehr gesehen. In den Fluren entlang der Leie gibt es viele, besonders westlich von Gent. Ah, die... Was? Die Leis? Eine reizende Hügelkette. In Flandern gibt es doch gar keine Hügel, oder? Achso, es ist ein Fluss. In Flandern ist es die Leie, in Frankreich die Lys oder so ähnlich. Hügelkette, ja. Ein paar Hügel gibt es da schon, aber keine hohen. Natürlich, die Leie. Ich habe euch wohl falsch verstanden. Ja, ist klar. Das ist die einzige Windmühle in ganz Bayern. Wusstet ihr das? Sie entspricht haargenau den niederländischen Bauplänen. Das Juwel der Alpen und keiner der Schafsköpfe hier weiß es wertzuschätzen. Außer euch. Ja, okay, wir wollen uns ja nicht bei dem einschleimen, oder? Nee, bei dem nicht. Ich schätze, sie haben dringendere Dinge, die sie beschäftigen. Ich sollte dann gehen, bis später. Sagen wir, genau. Bis später, Maler. Also viel haben wir nicht rausbekommen.
Nur, dass er nicht besonders freundlich ist. Wir gehen mal zu den Ruinen. Ah, genau, die Zeichnung von dem Kleinen. Was haben wir denn da? Eingestürzt. So gelangt man wohl zum Aquädukt. Na, schade. Die Zeichnung von Paul. Ja, allerdings. Wie, das war's? Mehr gibt's hier nicht? Nö. Ach, da sind wir wieder, genau. Moment, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Essen. Wir wollten ja bei Nacht. Moment, wie war denn das nochmal? Wir wollten doch im. Wenn ich nach Einbruch der Dunkelheit einen Zugang in die Bibliothek hätte, fände ich vielleicht im Buch. Moment, hatten wir das nicht schon erledigt? Arzt der Stadt. Ja. Ich überlege gerade, wie wir am besten vorgehen. Jetzt. Wie war denn das noch? Wie war denn das noch? Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Wir sollten noch nachts zum Matutine. Irgendwo sein. Das war alles erledigt. Besser, da ohne die Nonne. Was hier? Ja, wie findet man das jetzt auf die Schnelle? Im Refektorium oder Dormitorium sollten wir sein. Nee, Witwe war es nicht. Okkulte Hände, war es das? Skriptor. Der Arzt, der hatte aber keine Auskunft gegeben, denn wir waren ja schon da. Aber da stand doch irgendwie, ich sollte zur Matutine irgendwo sein, Refektorium oder Dormitorium. Das weiß ich jetzt leider gerade nicht mehr. Das übersehen? Sehen irgendwie. Matutine, da stand doch irgendwas. Des Konvents. Mein Gott. Das war doch schon erledigt hier alles. Jetzt habe ich hier was übersehen, also na gut. Finde ich jetzt leider nicht. Schade.
Ich überlege nur gerade, ob wir zur Abtei zurückgehen oder hier zur Stadt. Das war jetzt meine Überlegung. Ich meine zur Abtei, weil ich meine, da müssen wir auf jeden Fall hin. Vielleicht können wir noch mal anders essen. Oder wen treffen. Moment, ach nee, es war verschlossen. Weiterhin, das Haus des Abtes. Ich glaube, essen können wir auch im Refektorium notfalls. Gehen wir da nochmal rein. Ich glaube, hier ist nichts Neues. Mathilda. Ja, vielleicht die nochmal kurz. Gott segne euch. Ja, mit der hatten wir ja schon gesprochen. Ja, okay, mit der hatten wir schon gesprochen. Das war erledigt. Alles klar. So. Der Garten? Da waren wir auch schon. Ich denke, hier müssen wir nichts mehr legen. Ferenc. Da waren wir auch schon. Ach, Quatsch. Das Gartenhaus. Moment. Was übersehen? Ist nichts übersehen hier. Die Katze. Katzen streicheln. Sehr wichtig. So, Achievement. Streichle 5 Tiere. Okay. Das wird uns nicht bei der Aufklärung des Mordes helfen, aber immerhin 5 Tiere gestreichelt. Kräuter, mehr nicht. Das sind nur Pflanzen. Info. Keine Spuren. Okay, Flavor. Text. Wundklee. Konvent. Das ist, glaube ich, hier die Nonnen, das Nonnenquartier. Ich meine schon. Ja. Okay, dann gehen wir. Nicht für mich. Ins Innere der Abtei. Wir wollten ja noch das Grab ausheben. Vielleicht ist er jetzt bereit. Ich gehe mal ins Refektorium. Das hier so rötlich. Garten. Ich meine. Sepat. Gott segne euch, Andreas. Achso, wir können jetzt mit dem essen. Ja, ich weiß nicht. Erstmal nicht. Vielleicht später. Ja, gut. Wir gehen mal hier rein. Gab's hier was Neues? Lukas? Kennen wir den eigentlich schon? Hallo? Edok, der aus dem Skriptorium? Gernot? Hä? Der ist doch keiner. Ach, der, doch, der Abt. Da hinten. Andreas.
Ich vertraue darauf, dass du dich an meine Anweisung hältst und Piero, der im Gefängnis sitzt, der ja angeblich den Baron ermordet haben soll, und die anderen Mönche in Frieden lässt. Moment, ein Tipp. Vater Gernot befindet sich in einer schwierigen Lage. Er ist noch nicht lange Abt und er ist jung. Und die älteren Mönche respektieren ihn nicht. Ein Freund des Fürstbischofs unter dem Dach seiner Abtei ermordet. Das sieht gar nicht gut für ihn aus. Allerdings. Wenn ich die Autorität des Abtes bedrohe, könnte er mich aus der Abtei ausstoßen. Meisterwerk hin oder her. Ich könnte lügen und sagen, ich hätte nichts untersucht. Ja. Wahrscheinlich der bessere Tipp. Doch wenn der Abt von meinem Verrat erfährt, wird das meinem Ansehen schaden. Ich glaube nicht, dass der Abt mich ausstoßen würde, doch er könnte mir das Leben hier in Kirsau sehr schwer machen. Ja, Zwickmühle. Lügen? Nee. Genau. Wir fragen erstmal, vielleicht habt ihr Fortschritte bei der Suche nach dem wahren Mörder des Barons gemacht. Fragen wir erstmal. Gernot, ich bin sicher, dass ich den Mörder des Barons fest im Griff habe. Naja. Und wenn ich mich nicht irre, ist es Sache des Erzdiakons, die Wahrheit aufzudecken. Nicht die eines wandernden Künstlers, der nicht einmal Teil dieser Gemeinde ist. Ja, du mich auch. Hier steht mehr auf dem Spiel, als du begreifst, Andreas. Was steht denn hier genau auf dem Spiel? Fragen wir mal so ein bisschen forschend. Abgesehen vom Leben eines unschuldigen Mannes natürlich. Es gibt nur noch wenige Doppelklöster mit funktionstüchtigen Skriptorien. Sie sind kostspielig und die Kirche heißt sie nicht gut. Baron Rotvogel war ein Freund des Fürstbischofs und wenn der Fürstbischof es wollte, so könnte er die Schließung der Abtei und die Auflösung unserer Gemeinde anordnen. Ach so. Einer Gemeinde, der du nicht angehörst und deren Prekarität du daher nicht verstehen kannst. Also Wichtigkeit. Nee, Not. Not hast du, glaube ich. Ich dachte, du bist ein kluger Mann, Andreas. Deine Unwissenheit enttäuscht mich. Ja, wir können noch frecher werden. Die wahre Identität vom wahren Mörder. Ja gut, wir sind jetzt mal ein bisschen diplomatischer. Es bringt ja eh nichts, wenn wir ihn jetzt reizen damit. Ich möchte euch nicht enttäuschen, Vater Gernot. Ich möchte aber auch nicht, dass ein Unschuldiger allein aufgrund der Umstände stirbt. Ja, das klingt vernünftig. Daher komme ich zu euch mit einer Bitte, sagen wir. Und? Ah ja, genau. Ach so. Mit dem Grab. Ja, der Abt. Also, nochmal überlegen. Ferenc ist Gernots Assistent. Oder des Abtes. Wenn ich andeute, dass Ferenc Lorenz getötet haben könnte, könnte das den Abt verärgern, sofern die beiden sich nahestehen. Die Brüder zogen Gern und Ferenc vor, weil sie Ferenc nicht für vertrauenswürdig hielten. Vielleicht tut Gernot dies auch nicht. Ach so.
Das Verrennstoß, ja. Okay, mal überlegen. Die Brüder zogen Gernot Ferenc vor, weil Ferenc für sie nicht vertrauenswürdig hielten. Ich könnte Ferencs Namen ganz heraushalten, doch dann würden meine Argumente recht vage. Mein Gott. Also. Wieso ist denn das unterstrichen hier? Das ist Ferenc, wer ist das? Hallo? Nee, weiß ich jetzt gar nicht, was das soll hier mit dem Mädel. Ja, okay, also wir müssen uns ja entscheiden. Also beides ist ja, okay, beides geht, es geht ja um das Grab jetzt. Das ist ja wichtig. Also den Namen raushalten oder Ferenc? Das ist die Frage. Ferenc erwähnen oder raushalten? Ich würde sagen, wir nehmen mal das Erste. Ohne den Namen. Ja. Ich habe Grund zur Annahme, dass etwas in Bruder Gerhards Grab versteckt ist und ich möchte es ausgraben. Was hat das mit Baron Rotvogels Tod zu tun? Fragt der Abt. Ja, also wenn wir jetzt vage bleiben, dann wird er wahrscheinlich überhaupt nicht zustimmen. Dann sagen wir genau, was Sache ist. Ich vermute, dass die Waffe, mit der der Baron ermordet wurde, dort vergraben sein könnte. Das kann er nicht ablehnen. Das darf er nicht ablehnen. Baron Rotvogel wurde erstochen. Wir kennen die Mordwaffe. Bruder Piero hielt sie in der Hand, als wir ihn fanden. Na, nee, komm. Genau. Wir hatten ja bei der Obduktion herausgefunden, dass es keine Stichwunde war. Beziehungsweise, dass er selbst in sein Messer gestürzt ist. Die Stichwunde des Barons hat er sich selbst zugefügt. Er wurde durch einen Schlag auf den Kopf getötet. Ja. Ach so, ah, es haben uns ja nie, ah, Mist, 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 Mist. Wir durften ja nachts gar nicht in der Abtei sein, weil er uns, ah. Okay, vielleicht können wir uns ja noch rausreden. Woher weißt du das? Ich gebot dir doch, dich vom Gelände der Abtei fernzuhalten, nachdem die Leiche entdeckt wurde. Okay. Okay, kleine Tipps. Ja, Florian ließ mich gegen den Wunsch des Abtes an der Untersuchung teilnehmen, beiwohnen. Ja, ich denke, das müssen wir verschweigen. Aber was wir herausfinden, könnte den Abt davon überzeugen, dass Piero Lorenz nicht ermordet haben kann. Ja, mit der Zwickmühle. Okay, es ist offensichtlich für jeden der Leichnam des Barons Rotvogel. Es ist offensichtlich für jeden der Leichnam des Barons. Für jeden, der den Leichnam, muss es so heißen, des Barons Rotvogel mehr als nur oberflächlich betrachtet hat. Ja, sagen wir mal. Ja, wenn wir es. Sagen wir waren bei der Untersuchung dabei, dann fliegen wir wahrscheinlich wieder raus. Versuchen wir mal das Zweite. Willst du andeuten, dass
ich dem Mord an dem Baron Rotvogel nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt habe. Ja. Könnte man so sagen. Du scheinst zu glauben, es schere mich nicht, wer den Baron ermordet hat oder ob Piero der Mörder ist. Das tut es. Aber auch ich habe hier eine Rolle zu spielen und ich kann die Autorität des Erzdiakons nicht derart untergraben. Oh. Hältst du mich für einen Narren? Ich werde nicht gestatten, dass du Bruder Gerds Leichnam aufgrund einer Vermutung exhumierst. Exhumus aus der Erde. Kleine Angeberei. Was macht es schon? Moment, was war das denn nochmal hier? Für eine Fähigkeit. Weiß ich gar nicht mehr. Was macht es schon? Es sind nur. Ach, Okkultismus oder so? Nee, das wäre das andere Symbol mit dem Tod, mit den Knochen. Beim Abendessen wäre man Vorteil. Beim Abendessen nicht mit Lorenz gestritten. Ah. Ach, das ist ein Vorteil dann wahrscheinlich. Ach so, genau, das heißt Vor- oder Nachteil. Jetzt hab ich's. Ja, ein Vorteil haben wir. Was macht er schon? Es sind nur Knochen. Ich bin mir sicher, es würde ihn nicht stören. Ja, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja, klar. Da braucht man mehr Vorteile. Er war ein Bruder dieser Abtei und sollte in Frieden ruhen. Und die hätte ich auch gern. Den Frieden? Den? Belästige mich nicht mehr damit. Oder die Ruhe, genau. Dann stimmt's doch. Erlaubnis zum Graben verweigert. Ja gut, wir hatten ja wer war denn das? Knecht gefragt, er möge uns helfen und wir hatten ja ihn angelogen, dass der Abt es erlaubt hat. Wird natürlich jetzt nach hinten losgehen. Wie hieß denn der nochmal? Ich glaube, der war in der Küche. Und wer ist das? Da seid ihr wieder, seid ihr. Ach so. Oh nein. Hoffentlich hört das der Abt nicht. Was war der ja? Der Novize. Noch nicht ganz. Ich komme zurück, wenn ich soweit bin. Sag Bescheid. Mist. Mein Gott. Was ist denn das? Ach, der Herr Mediziner. Gott segne euch, Andreas. Guy, der Spinner. Andreas, habt ihr Bruder Rüdiger gesehen? Nein, warum? Weil er nicht bei den Laudes war und seitdem niemand mehr gesehen hat. Gebete. Laudes. Morgendämmerung. Glaubt ihr, dass etwas passiert ist? Ich denke, naja, da spricht ja so Näseln. Ich denke, nachdem ihr ihn in der Bibliothek so erschreckt habt, ist er lieber weggelaufen. Und was soll ich dagegen unternehmen?
Ihr solltet euch für das, was ihr getan habt, ein wenig verantwortlich fühlen. Oh. Nein, werde ich nicht. Hä? Sucht Gott, Andreas. Ja. Rüdiger? Moment. Ist er das nicht? Hat er nicht gerade Rüdiger gesagt? Merkwürdig. Mein Gott, wie kommen wir weiter? Wie kommen wir weiter? Küche und Keller, da gehen wir mal rein. Hänge. Garten. Abgeschlossenes Schlachthaus. Hier gibt es nichts zu holen außer Schweinchen. Glückliche Schweinchen. Friedhof, genau. Vielleicht gucken wir nochmal zum Grab. Weil ich denke, wir kommen nicht weiter alleine. Wir brauchen ja einen Gehilfen, der mitgräbt oder so. Darum ging es ja. Moment mal, wie war denn das? Wie ist denn die Quest? Ich sollte mit Linhard sprechen. Mein Gott, so viele Personen hier. Aus der Witwe. Ein Stock. Genau, das war das doch mit dem Grab hier. H.I. Gerhard. Also hier liegt Gerhard. Jetzt Grab auf dem Friedhof ansehen, haben wir getan. Und Volkbert bitten. Vater Gernot hat mir nicht erlaubt, Bruder Gerd zu exhumieren, ja. Vielleicht muss ich Bruder Volker davon überzeugen, mir dabei zu helfen. Oder vielleicht muss ich dann doch nochmal zu Otto gehen, mein Gott. Aber da war ich doch auch schon. Wird kompliziert. Was gibt's denn hier Tipps? Was ist denn das? Ach, das Menü. In 19 Stunden verbleiben. Ich glaube, das ist der Countdown bis der Erzdiakon kommt, glaube ich. Aber irgendwie komme ich gerade nicht weiter. Strafgericht. Kryptorium. Gott segne euch. Naja, gibt es nichts, keine Neuigkeiten mehr.
um die Zeit arbeitet da keiner mehr gerade. Vielleicht sollte ich doch mal in die Stadt und den Otto ansprechen wegen des Grabes. Moment, Kirche. Stimmt. Dann da nochmal. Zur Kirche. Ich komme nicht weiter. Sakristei? Moment, da war ich noch gar nicht. Gelder der Abtei. Und? Monstranz, Kelch, Patene, Ciborium, Purifactorium. Das ist alles, was man für die Messe braucht. Genau, da werden die Messgegenstände aufbewahrt. Gewänder. Ja, nichts Verdächtiges. Moment. Ach nee, es war die Kirche. Krypta, da waren wir doch schon ein paar Mal. Turm auch. Okay, dann gehe ich mal zu Bruder, wie heißt er nochmal, Sabit, und sag was mit dem Essen da. Irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Da ist er ja schon. Oder Sepat. Ja, wir essen. Muss ja irgendwie einen Sinn haben hier. Sicher, ich frage Gret. Wen sie dabei haben möchte. Wo sollen wir uns treffen? Am Schrein von St. Moritz. Sehen wir uns dort. Bis dann. Hä? Meine Güte, Andreas. Ach, im Schrein wird gegessen? Oder war das nur der Treffpunkt? Bin verwirrt. Ja. Sind dies alle Mütter aus Tassing und deren Kinder? Also nein, ich glaube nicht, dass sie es alle sind. Gret, Belena Pfeiffer, Pfeifferin, konnte nicht kommen. Es ist ein langer Weg hier hoch in ihrem Zustand. Und Hedi dachte, Hans wäre zu alt für Geschichten. Geschichten, fragt Sebat. Was passiert mir gerade? Geschichten aus eurer Heimat? Ich liebe Geschichten. Achso, das war bestimmt der Sohn des Druckers. Marie. Ja, vielleicht ein wenig zu sehr. Ha, in Ordnung. Ich kann euch eine Geschichte erzählen. Doch zuerst lasst uns gemeinsam beten und essen. Achso, hier wird gegessen? O Herr, wir danken dir, dass du uns zusammengeführt hast, so wie du Jesus zu seinen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus geführt hast. Durch das Brechen des Brotes wollen wir uns alle gegenseitig als Christen erkennen und uns über unser Heil durch dich freuen. Amen. Amen, Amen, Amen. Ah, okay. Also die Gerichtsverhandlung ist anscheinend am nächsten Tag. Gegen Abend. Oder späten Nachmittag. Das heißt, wir können noch ein bisschen agieren. Sebat, und ich danke euch für euren Mann, für dieses Brotgrät.
Brett. Mein Uri sagt immer, das Boot hat die Menschen zusammenbringt. Ich weiß nicht so recht. Ich könnte. Das habe ich in Flandern vermisst. Ja, es geht doch nichts über deutsches Brot. Sie haben kein Brot in Flandern. Wahrscheinlich nur Baguette oder. Wolf. Bäh. Wo ist Flandern? Im Norden am Meer. Von dort kam die Windmühle des Müllers. Else, das stimmt. Sie haben Felder voller Windmühlen, wo das Land flach ist. Anna, ich will sie sehen. Und der Gernot isst Weißbrot, nicht wahr? Ja, sagt Else, für das Brot des Abtes wird nur der beste Weizen verwendet. Paul, warum? Der Abt ist ein sehr wichtiger Mann, Paul. Sebat, zu Hause haben wir Brot, das wir Injera nennen. Es ist dünn, rund und breit und wir tun unser Essen drauf. Der meint wahrscheinlich Fladenbrot. Das essen wir fast zu jeder Mahlzeit, so wie ihr das Brot eurer Heimat liebt, so vermisse ich auch meins. So, Roggen. Achso. Mandeln. Erstmal Brot. Oh, wie ist das Rezept? Vielleicht können wir es backen, sagt Gerrit. Gret. Sebert. Danke, aber nein, wir verwenden ein feines Korn, das hier nicht wächst. Es heißt Teff. Sicher werdet. Ich hoffe, euch schmeckt unser Brot auch, Bruder Sepat, sagt Andreas. Sagen wir. Es schmeckt mir vielleicht sogar zu sehr. Ich gewöhne mich zu sehr an das Leben in Rom, sogar an das Leben hier in den Bergen. Um die Wahrheit zu sagen, ich kann mich nicht einmal mehr an den Geschmack von Injera erinnern und auch nicht an das Gefühl in meinem Mund. Das ist die große Gefahr, mit dem Segen des Reisens einhergeht, das Leben zwischen den Welten zu führen. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Nehme ich Mandeln? Mandeln oder Mandeln? Bertolt, ich will nicht mehr über Brot reden, das ist so langweilig. Ursula. Marie, seid nicht unhöflich, Bert. Okay, jetzt ist aber Abend. Ach, vielleicht können wir jetzt nochmal diesen Volkbert Andre sprechen wegen des Grabes. Okay, jetzt kommt eine Geschichte. Aber ich würde sagen, ich mache mal hier eine Pause. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, ob wir das Grab öffnen können und was uns Sebat für eine Geschichte erzählt. Und ja, wie wir vielleicht noch ein paar Hinweise sammeln können. Aber das Grab scheint mir sehr wichtig zu sein. Das sollten wir auf jeden Fall versuchen. Da dreht sich ja anscheinend eine Menge drum hier. Also dann, danke fürs Zusehen. Ciao, der Argonaut.